Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und ich nehme Sie heute einfach mal mit auf einen Spaziergang. Wenn Sie keine Lust haben, mein Geschwurbel anzuhören dabei, dann machen Sie einfach einen Ton aus, genießen Sie ein bisschen hier die Bilder und stellen Sie sich vor, frische Luft zu atmen. Ein Vöglein beim Zwitschern zu hören und tja, stellen Sie sich auch vor, dass diese bösen Gedanken, die Sie bekommen, wenn Sie sich angucken, was unsere Politiker mit uns machen, sich einfach in Luft auflösen. Tja, ist schwierig, aber es gibt, glaube ich, keinen besseren Weg, als ein Stückchen Natur zu genießen. Sie können ja auch mal auf den Friedhof gehen und zu unseren Ahnen sprechen. Ich glaube, das war in der Vergangenheit auch immer sehr hilfreich. Liebe Großeltern, liebe Eltern, wer auch immer da liegt, liebe Freunde, gebt mir doch mal einen Tipp. Was hättet ihr gemacht in meiner Situation heute? Hättet ihr mitgemacht? Hättet ihr mitgemacht? Hättet ihr wirklich mitgemacht? Ich habe gestern tatsächlich im Status einer Verwandten gelesen, dass sie nichts hinterfragen möchte, dass sie das ja noch nie getan hat und dass sie einfach alles mitmachen möchte, weil man es eben so tut. Das ist mal die kurze Zusammenfassung. Ja? Das hat sie sehr ausführlich geschildert, so an verschiedenen Beispielen. Dass sie ja nicht weiß, was in einem Burger drin ist. Ne? Oder wie gefährlich irgendwelche Kosmetika sind. Und das wird schon alles geregelt von offizieller Stelle. Und die machen schon alles richtig. Und man müsse das ja nur tun, was die sagen. Und schon würde man glücklich. Das ist eine Sichtweise, die ich nicht teile. Warum? Das ist eine Sichtweise, die zu totalitären Systemen führt. Zu fahnenschwenkenden Leuten, die obrigkeitshörig einfach immer nur das tun, was gerade angesagt ist. Ja, die selbst das Fernsehprogramm gucken, welches vorgeschrieben ist. Die Musik hören, die gerade zu hören ist. Und wissen Sie was? Das habe ich mein Leben lang nicht getan. Und das werde ich auch den Rest meines Lebens nicht tun. Den Ideen von Menschen folgen, die ich für völlig inkompetent halte. Die ich für völlig unkritisch halte. Die ich für tatsächlich dumm halte. Diesen Ideen werde ich nicht folgen und deswegen bin ich Lehrer geworden, um Menschen zu schulen, ihr Gehirn einzuschalten, gesunde Entscheidungen zu treffen für ihr eigenes Leben. Ja, und wenn Sie sich entscheiden, einfach nur einen Spaziergang zu machen, draußen durch die Natur, und dann irgendwann an einen Punkt ankommen, wo sie sagen, jetzt langweile ich mich aber. Dann sind sie womöglich entspannt. Dann haben sie das Ziel erreicht. Dann ist der Kopf wieder frei. Gehirnwäsche im positiven Sinne. Ja? Frische Luft. Freie Gedanken. Gesund.
Das finde ich hier und nicht in einer Spritze der Pharmaindustrie.